Guten Tag, guten Abend oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen für euch heute Hello. Und damit ich nicht alleine durch diesen Wahnsinn durch muss, ist bei mir derjenige, der mit Lionel Richie den Song geschrieben hat und Adele zu ihrem Text dazu verholfen hat. Der Großartige, der Lyrische. Der Benny! Yeah! Hallöchen! Hi! Ja, ich würde sagen, let's do it. Let's do it. Und wir starten in einem wunderschönen Treppenhaus in Kasachstan oder weiß der Geier was. Das sieht mir so schon wieder sehr ostblockig aus. So, interacten können wir mit der linken Maustaste, zoomen und Beweis mit der rechten. Erinnert mich gerade irgendwie sehr an Apartment. An Apartment? Nee, nicht an Apartment, sorry, an, The Darkness. Ja. Ne? The Darkness. How can you hear? Farewell. Your task is to record all the evidence of video. I hope you can handle it. Good luck. Thanks. Was? Ganz kurz. So. Ja, wir haben anscheinend einen sehr dynamischen Typen hier, der irgendwie Beweise für irgendetwas suchen soll. Mehr habe ich gerade nicht verstanden. Benny, wie sieht's bei dir aus? Hast du mehr verstanden? Ich habe gar nichts verstanden. Vielleicht sie sollen Beweise suchen? Ja, irgendwas mit Evidence. Okay. Für irgendetwas. Ein Schlüssel. Wir haben schon mal einen Schlüssel gefunden. Das ist ja toll. Die Mechanik ist auch, dass du wirklich reinzoomen musst, um den Schlüssel aufzunehmen? Nee, tatsächlich nicht, aber ich war mir gerade nicht sicher, ob das ein Schlüssel ist. Alter, ist ja nicht für eine verbumste Hütte hier, Alter. Kick dir das mal an, das, oh, das macht mich ja gleich depressiv. Diese Tapete hier. Oh, free devil, oh. Okay, hier ist zu. Mach mal in die Küche. Oh. Oh, guck mal, Handy. Aber was für eins? Ericsson. Das ist, glaube ich, oder irgendwas. Sony Ericsson. Die guten Sonys. Die guten, die guten. So, hier haben wir noch einen Lichtschalter. Der sieht aber schon ein bisschen neuer aus. Ne? Der ist schon. Oh Gott, ist das alles. Oh, das. Diese Farben und diese Muster, die machen mich so depressiv. Oh. Na, hier ist doch gute Laune am Start, um Gottes Willen. Oh Mann. Fernseher. Niente, niente. Vielleicht finden wir einen wunderbaren Eiche-Schrankwand da irgendwas? Nee, sieht nicht so aus. Nee. Ich würde mal ganz kurz mal probieren, ob man. Ja. Nee, kann man nicht. Ich dachte, man kann diesen wunderbaren Videofilter mal deaktivieren oder ein bisschen einschmälern. Weil der ist ja schon sehr, sehr krass. Sehr krass. Ja, der könnte echt störend sein. Oder so, nervig. Hier vorne. So, wir haben jetzt einen Schlüssel gefunden. Für welche Tür denn? Für was denn? For what? Gute Frage. Haben wir ein Menü? Nein, wir haben kein Menü. Haben wir eine. Okay, Flashlight können wir hier an- und ausmachen. Wow. Wird damit vielleicht die Waschmaschine abgeschlossen? Die gerade noch 30 Minuten läuft. Auch die Waschmaschine, muss ich sagen, und die Mikrowelle sieht im Gegensatz Auto zum Rest der Wohnung eigentlich recht schick aus, muss ich sagen. Oh, schau doch mal in den Kühlschrank, vielleicht gibt es ja da wieder was Schönes. Oh, weiß nicht. Will ich das wirklich? Geht auch leider nicht. Geht auch leider nicht. Aber vielleicht müssen wir ja auch aus der Wohnung raus. Vielleicht war ja Schlüssel für woanders. Das also für eine andere Wohnung. Das können wir mal probieren. Das können wir mal probieren. Nö. Einfach. Wir können auch nicht weiterlaufen. Ach so. Nein. Können wir dann runterlaufen? Wir probieren es mal. Gehen wir mal ab in den Keller. Okay, weiter als hier geht er nicht. Okay. Na dann er weigert sich. Er weigert sich. Doch, was in der Wohnung. Zamp. Oh, krass. Das ist eine ledervernietete Tür, ey.
Oh, ist ja so richtig oldschool. Jetzt ist ja mal so richtig oldschool. Was machen wir jetzt? Schlüssel. Wir haben einen Schlüssel. Letztendlich, wir haben jetzt hier eine verschlossene Tür. Und vorne haben wir eine verschlossene Tür. Kann ja jetzt eigentlich nicht so schwer sein, oder? Eigentlich nicht. Für was sollte der Schlüssel sonst sein? Vielleicht noch für die... Kann ich mich bücken? Nee, kann mich auch nicht bücken. Da ist noch ein Schlüssel. Okay. Und ein paar schöne CDs. Was hören wir denn hier, Schönet? Bravo Hits. Irgendwas 50. Okay, wir haben einen zweiten Schlüssel. Jetzt können wir bestimmt aus zwei einen Schlüssel machen, damit wir eine Tür aufkriegen. Genau. Okay, der war schon mal... Okay. Für die Tür. Super. Ach ja, wir sollten ja Beweise finden, hast du ja gesagt, ne? Hier? Entweder heal oder kill. Oh shit. This radio will send me to the coffin. I found the corpse in the closet. Fuck. Be careful. This is not a joke. Okay. Mit wem reden wir denn? Anscheinend mit einem Kumpel, irgendwie, der draußen irgendwo wartet oder ich weiß es nicht, irgendwie im Ü-Wagen. Aber das ist schon echt anstrengend, wenn du halt einen Typen hast, der die ganze Zeit schon von Haus aus so spricht. Hier, I found a corpse. Ey, also den Typen, den anderen, den verstehe ich ja kaum. Ich hab nur mitbekommen, dass er halt wahrscheinlich von der gleichen Person gesprochen wird. Aber es hat Atmosphäre, man kann es nicht anders sagen. Es hat Atmosphäre, es, so, was aber jetzt? Wir kommen immer noch nicht weiter. Wir haben jetzt den Einschlüssel, den wir hatten, benutzt. Ja. Und wir sollen vorsichtig sein. So. Aber was braucht ihr denn bitte noch an Beweisen? Wenn es heißt, wir sollen Beweise finden? Ja, für was? What the fuck is this? Oh, das Telefon, glaube ich. Bei der Leiche oder was? Ach nee. Hier, in der Küche. Der gute Sony Ericsson. Und jetzt wahrscheinlich wieder zur Leiche zurück oder so? Oder? Pass auf, jetzt ist er weg. Nö. So. Müssen wir irgendwo jetzt. Also, es war ein Telefon, definitiv war ein Telefon. Ja, ja, ja. Also, aber es war nicht ja das Telefon in der Küche. Was jetzt für. Ist die Tür von mehr zu gewesen? Nee, ne? Achso, wenn man hier vorne war. Ja, das ist aber. Macht ja keinen. Es ist ein Larsen. Larsen. Ja, ist auf jeden Fall kein kinderfreundlicher Lichtschalter hier oben. Das Problem ist, ich weiß jetzt halt nicht, ob wir ständig alles einzoomen müssen. Ja. Das ist eine Sicherung, wunderbar. Wenn ich gehe nochmal in den Raum zurück, wo wir dann die Vibration gehört haben. Weil das aber wirklich auch, also ich bin auch der Meinung, das kam aus der Küche. Ja, das kann auch von hier kommen sein, ne? Also das ist auch gut möglich, irgendwie, dass hier irgendwo ein Telefon liegt. What can we do? Was ist das denn? Das ist ein Foto? Sieht aus wie ein Ultraschall. Kann mich auch nicht bücken und nicht. Tja, kann damit nicht interagieren. Aber ich finde schon mal schön, dass alle Heizkörper hier so ein Absperrventile haben. Irgendwie ist es sehr, sehr günstig, tatsächlich, wenn man den Strang mal absperren muss. Fuck. Who is there? What? Okay.
klopft bei uns an der Tür. Ja. Hallo? Hallo? Is anyone there? Hallo? Someone left a note near the front door. Fuck. Maybe you should leave? I'll try to find something else. Nein, lief, Alter. Run, Junge. Er hat auch so ein bisschen was von Paranormal Entities. Ja, ne? Mhm. Nicht toll. Vor allem auch mit dieser Funktion, mit diesem Zoom rein, Zoom raus Funktion, wenn du dich bewegst, ey, mir wird richtig schlecht dabei. Echt, ja? Ne, pass auf, dann lass ich das mit dem Auszoomen erstmal sein. Oder reinzoomen. Ich finde tatsächlich den Filter, den Videofilter, finde ich extrem der stört auch richtig böse. Aber wir sollen jetzt jemanden finden, der uns eine Notiz dagelassen hat. Ja, ja, jemand, der schreibt, finde mich. Find me. Haben wir doch, wir haben doch hier rechts den Dings haben wir doch gefunden. Den Korb. Oder meint er draußen, meint er gar nicht bei uns jetzt hier in der Wohnung. Hallo! Okay. Alter, wir haben's doch. Ist doch gut. Er kann hier nicht weg. Wer bist du denn? Posh Spice. Nee. Einfach nie. Da gibt's von mir auch definitiv ein Nein. Leider habe ich keine Rose für dich heute. Was ist das jetzt? Wo ist ein Ugly Girl in der TV? So, und hier haben wir. I'm here. Okay. Hat er jetzt noch was zu seinem Typen gesagt? Ich habe nichts gehört. Nee, hat er nicht. Okay. I am here. Okay, also sie ist irgendwo hier. Fuck. The body has moved to the hall. Can you hear me? Super. Wir haben den Kontakt zur Außenwelt verloren. Das ist ja toll. Ja. Also ich würde jetzt rausgehen. Mal erstmal, ob hier irgendwas noch liegt. Aber es sieht nicht so aus. Nee. Kannst du die Tür schließen? Naja, vielleicht ist irgendwas innen drin. Nee, leider nicht. Jetzt kommen wir nicht mehr raus, das wäre auch geil. Und Tür ja, schließen. Genau. Über die Leiche rübergelaufen, so plump plump weiterlaufen, bitte. Danke. Hm. Ja, also. Nee. Neuer Zettel? Nee. Alter. So. Achso, gab es eigentlich in dem Raum, wo die Corpses, wo der Leichnam vorher lag, gibt es da jetzt vielleicht einen neuen Zettel? An der Wand oder so? Eine neue Botschaft? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Wie ist auch nicht mit dem Radio? Hm. Das
Soll ich hier mal die Betten machen oder was? Das hier mal was? Es ist halt, Was ist jetzt hier mit dem Foto? Das, also mit dem Foto finde ich auch ein bisschen... Das irritiert einen, ja. Strange. Very strange. Dün, dün, dün. What? Na, heißt bestimmt, wir müssen in den Keller, in Boiler Room oder so. Oh. Ja, alles, wäre mir alles ganz lieb irgendwie, nur wenn wir aus dieser Hütte hier rauskommen. Kann ich hier, nee, man kann auch nicht rauf. Wenn du dir das Hello nochmal anschaust hier, das an der Wand da, geht das nicht. Ding? Nee, ich meine das, genau. I'm here meine ich, genau. I'm here. Nee. Okay. Tut er nicht, macht er nicht, will er nicht. Oh! What happened okay. To the camera? Oh, shit. What? What happened to the camera? Ja, alles ist schwarz-weiß, jetzt. Oh, und die Leiche ist weg. Der Korps ist gone. Oh Gott, und das flackert nur noch mehr jetzt hier. Ja. Mann, oh nein. Oh Gott. Hör auf, so. Was steht denn überhaupt drauf? Sasslung. Sasslung? Er nennt Sasslung. Ist doch kein Sony Ericsson, sondern ist ein Sasslung. Oh, das hat mich jetzt aber ganz schön gekriegt gerade. Ja, aber wo ist die Leiche hin? Aha. Ich spüre da, wo sie hingehört. Wer ist es überhaupt? Also warum liegt da eine Leiche? Er würde es dir so gerne beantworten, diese Frage, aber... Plötzlich waren die polnischen Zaunbauer da. Hab ja schon mal gehört, dass sie schnell sind, aber so schnell? Das ist beachtlich. Okay. Okay. Ja, sag mal was, Benni. Ja, ich bin gerade überlegen, was wir hier gerade spielen. Also, wir werden ja hier in die Story einfach reingeschmissen. Ich weiß gar nicht, sind wir jetzt Ermittler? Sind wir Geisterjäger? Sind wir Tatortreiniger? Ich tippe mal wirklich auf Ghostfacers-mäßig irgendwelche investigativ geistersuchenden Typen. Go. Fernseher. Ja, nee, ist klar. Jetzt sind wir im Fernseher. Oh, der ist ein Key. Und jetzt die Tür im Flur. Würde ich mal so sagen, ne? Okay. Nein. Korrigiere. Das ist die Tür. Was atmet denn das? Heavy breathing. Da ist ja noch eine Tür. Im Boden? Okay. Mit, ne, zum Verriegeln. Das ist gut. Foto von Your Mind? Und was? You're not real. What? What? Oh, was ist das jetzt hier überall? Kleine Schnakis, ja? Können wir jetzt woanders hin? Können wir hier rein? Na, wahrscheinlich nicht, oder? Nein, und wir können immer noch nicht weiter und wir können auch noch nicht nach unten, oder? Nope. Aber vielleicht haben wir einen neuen Zettel mit Find Me, oder?
Nee, hello, find me. Hello, find me. Was ist jetzt hier finden? Auf jeden Fall haben wir ein ziemliches Uniziefer-Problem hier, wenn ich das so sehe. Aber, Vielleicht müssen wir ja an den Zaun ran und irgendwo da reinzoomen? Irgendwo da in die Ecke, irgendwo da so hinten hin? Nee. Ja, auf dem Fernsehen hat man von irgendwie gesehen, du sollst ein Foto von irgendwas machen. Aber wie kannst du ein Foto machen? Ich denke mal, damit ist gemeint halt Film, ne? Irgendwie, du sollst irgendwas filmen. Und dann... Something's happening. Nothing happening. Ja, das ist halt... Also... Ja, aber... Jetzt Spiel nimmt dich nicht wirklich an die Hand hier, ne? Irgendwie nee. Man muss sich alles relativ mühsam erarbeiten irgendwie und das auf einer sehr qualvollen Art und Weise. So, irgendwie den Lüftungsschacht draußen da unten neben der Tür? Lüftungsschacht. Nee, da unten, also jetzt links, noch weiter links. Nee, andere links, genau links. Nee. Bei der Tür, die du nicht aufkriegst? Ja. Ach da. Genau. Was war da? Visionsklappe oder was? Ja. Lüftungsschacht. Ne. Visionsklappe. Hab ich alles gleiche. Na gut, ich muss mal kurz pinkeln. Ja. Ja, weiß ich nicht, bin ich gerade zu blöd für. Ich weiß nicht. Also was. Ich weiß nicht, was er will. Lichtschalter. Nö. Kakerlaken. Soll ich hier Kakerlaken zählen oder was? Soll ich hier richtig finden? Kaki. Also. Liebes Spiel, sag mir, was du von mir willst. Kann ich hier ins Menü? Nein, kann ich nicht. Habe ich hier irgendwas? Nein, kann ich auch nicht. Soll ich irgendwie ohne hinzugucken irgendwo hinlaufen? Oder was? Nein, geht auch nicht. Ich kann mich auch nicht bücken und nichts zucken. Hast du was gefunden? Nie. Nichts? Da, ein Schlüssel. Schlüssel. Ein Schlüssel in front of the door. Wenn das jetzt hier nicht der Schlüssel ist. Könnte ich da gleich wieder zumachen, Alter, ey. Oh, Badewanne. Mhm. Ihr Leute, ihr wisst, ihr kennt mich, ne? Ich bin halt Badewannen-Steve. Schaumbad-Steve. Schaumbad-Steve ist schön. Was? Wer war denn da auf einmal hinter uns? Hello! Aber das war's. Ja, ihr Lieben. Das war Hello. Okay. Benni, sag mal irgendwas. Ja, Game, interessant. Nimmt uns nicht an die Hand. Ich weiß nicht, wer wir waren, was wir da gemacht haben und ich habe sehr viele Fragen. Sagen wir es mal so. Aber ansonsten, von der Atmosphäre her, war nicht schlecht. Den Filter, ein bisschen weniger. Aber ansonsten, im Großen und Ganzen, war es okay. Ja. Mein Papa hat mir beigebracht, irgendwie, wenn ich nichts Positives zu sagen habe, soll ich lieber ernst sagen. Wir sehen uns beim nächsten Projekt, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.